Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück. 7 Days to Die mit Yogi. Hallo, Krion. Hallo. Krion, ich hab Kohle. Ich hab Blei. Nice. Ich glaube, ich werde über mir das Ding auch zumachen müssen bald, weil ich habe keine Lust, dass hier Zombies reinfallen potenziell. Geht mir ähnlich. Bin auch gerade dabei, dass ich mir so einen kleinen Aufweg nach oben baue, dass ich auch einigermaßen gut rauskomme. Und ich folge einfach nur der Ader. Ja, das tue ich im Normalfall auch. Aber dieses so, da könnte ein Zombie kommen und ich kann hier nicht rausrennen. Es würde mich nicht wundern, wenn ich urplötzlich unter unserer Base rauskomme irgendwann. Ja, wäre okay. So, jetzt sitze ich hier im Dunkeln. Gut, dass ich einen Helm mit Licht habe. Unter Tage wird geschuftet. Unter Tage wird gebaut. Das einzig Schlimme ist, ich glaube, ich habe kein Reparaturzeug dabei. Das heißt, wenn meine Pickaxe kaputt ist, habe ich nur noch eine Steinaxt, mit der ich hacken kann. Ja. Ah, ne, ich habe Repair-Kits einstecken und ich habe eine Spitzhacke, die ich mit Repair-Kits repairen kann. Okay. Nein, ich bin versorgt. Muss das. Grafikfehler? Okay. Ich muss der Untertage nie wieder verlassen kriegen. Nie wieder. Oh, so wenn hier unten auf einmal Zombies spawnen. Nie wieder, hast du gesagt. Nie wieder. Ich lebe jetzt hier. Bis zur nächsten Horde, die buddeln sich dann zu mir runter. Oh, da habe ich gerade ein Loch gemacht in meine Decke. So. Tiefer geht's. Ich finde das Schöne, dass man sich in diesem Spiel immer wieder, ich vergesse das manchmal, mit Blöcken hochstecken kann. Ja. Weil es rein grafisch nicht so ein Spiel ist, wo sowas geht. Aber mein Kaffee hält nicht mehr an. Ha, aber es ist Nacht, ich habe keine Gurke mehr. Was ist los? Ein bisschen Einsturz bei mir. Einsturz. Ja. Na, besser als zwei Stunden. Wahrscheinlich nicht mehr allzu tief. Anscheinend arbeite ich mich hier gerade so ein bisschen hoch. Oh, das ist eine große Kohle. Gunpowder wollten wir machen, ne? Gunpowder. Ja. So, da brauchen wir aktuell noch 2 Kohle pro Ding in der Chemistry. Okay. Was braucht man dann? Wie viel Gunpowder braucht man für so eine 7-6-2er? 3. 3 Gunpowder. Das heißt, für so 6000 Kohle würde ich 3000 Gunpowder machen, würde ich 1000 Schuss machen. So viel Kohle habe ich nicht. Was bist du denn? Du bist auch Blei, du siehst aber anders aus. Anderes Blei. Besseres Blei. Ich kann bis zur Weltgrenze, nein, zur Biomsgrenze gucken. Gibt es eigentlich irgendwelche Neuigkeiten, wann dieses Spiel hier aus dem Early Access rauskommen soll? Ich weiß, dass morgen, also bei uns morgen, bei euch den 31.05.2024 ein Devstream stattfindet. Ja. Zur 1.0. Dann gibt es bis dahin vermutlich Neuigkeiten. Ich hoffe halt vor allem, dass diese Welt natürlich dann weiter kompatibel ist, weil ich habe keine Lust, wieder von vorne anzufangen. Ja, das hoffe ich doch auch. Einsturz. Wo bin ich denn? Weiß ich nicht. Ich habe mich halt wirklich schon ein gutes Stück Richtung Ding Kram. Oh, komm schon. Ausdauer. Gib mir Ausdauer. Ich habe letztens den Film Wonka gesehen. Hast du den gesehen? Nein, habe ich nicht. Es war ein... Also, das ist die Vorgeschichte von Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja, habe ich auch nie gesehen. Den fand ich ganz gut eigentlich. Sehr. Welchen? Den neuen oder den alten? Den alten? Den neuen Charlie und... Den neuen Charlie also und nicht die den mit, nicht den mit Johnny Depp. Nein, ja. Den mit Johnny Depp. Aber
Ich habe jetzt festgestellt, also ich habe Wonka gesehen und eigentlich ein ganz charmanter Film. Mir persönlich ein bisschen zu viel Gesinge, was aber nicht so gut war, dass ich sagen würde, das fand ich jetzt irgendwie krass. Meiner Meinung nach auch nicht unbedingt so die perfekte Besetzung schauspielertechnisch. Also der ist guter Schauspieler, keine Frage, aber für mich nicht verrückt genug für diese Rolle. Und Johnny dass Depp? ich. Nee, nicht Johnny Depp. Ah, ich dachte schon. Sondern du, der Darsteller von Sherlock Holmes und Doctor Who und so, diese Charaktere von Schauspielern, die so diesen, ich sag mal, schrägen Touch haben, aber auch krasse Dudes einfach sind, oder auch Johnny Depp in der Rolle. Den hat er ja nicht schräg genug, also gefühlt so ein bisschen Disney-weichgekocht-mäßig hatte ich so den Anfang. Storytechnisch die Vorgeschichte in der Vorgeschichte ist die Vorgeschichte der Vorgeschichte anders als in dem anderen Film. Das hat mich gestört. Okay. Also in Charlie und die Schokoladenfabrik erzählt der Typ halt, dass sein Vater Zahnarzt war und er deswegen keine Süßigkeiten haben durfte und dann, ne, so auf das Thema Süßigkeiten kam. Und in der Vorgeschichte jetzt geht es quasi darum, dass die Mutter schon Schokolade gemacht hat. Also nicht fabriziert hat, aber halt so ein bisschen was gemacht hat und der Vater ist eigentlich komplett außen vor. Und ich fand es dann ganz interessant, weil ich anschließend geguckt habe auf der IMDb, wie der Film bewertet ist und der ist mit 7 von 10 Pünktchen bewertet und der Eigentlich ganz gut. richtig, also ziemlich gut. Und ne, wo ich auch sage, ja, okay, kann ich ja irgendwie akzeptieren, wobei ich diese Bewertung manchmal eh nicht verstehe. Während Charlie und die Schokoladenfabrik mit Johnny Depp bei 6,7 ist. Und dann habe ich mir so ein paar Bewertungen aber auch durchgelesen auf Metacritic und wo es halt großteils bei Charlie und die Schokoladenfabrik darum geht, dass der Film nicht an das Original mit John Wilder oder wer war's? Gene Wilder, Ja, oder? Gene Wilder. Keine Ahnung. Egal, Ich auf jeden glaube, Fall Gene nicht Wilder. rankommen würde, wo ich so hart dieses klassische Fanboy-Tum im Sinne von der alte Film ist viel besser als der neue Vibes hatte und denke, dass deswegen der Charlie und die Schokoladenfabrik mit Johnny Depp nicht so gut bewertet ist, aber ne, vielleicht meine subjektive Meinung auch nicht die subjektive Meinung aller anderen widerspiegelt. Gut, aber das kann ich nachvollziehen. Das hatte ich auch bei Im Westen nichts Neues. Weil da kam ja letztes Jahr oder vor 2 Jahren eine neue Version raus. Ja. Deutsche Produktion, die ja für einen Oscar nominiert war. Oder für mehrere Oscars. Und ich fand die alte Version auch besser. Aus den 40ern oder 50er Jahren. Ich habe die neue Weil sie einfach nicht mal gesehen, muss ich originaler gestehen. am Buch halt einfach auch war. Ja. Und das hat mehr Sinn gemacht, weil die haben das Ende halt komplett verändert in der Neuverfilmung. Das fand ich Okay. nicht gut. Ich fand das andere Ende perfekt. So, Krian, ich habe gerade ein Level bekommen. Level ich jetzt eine Runde in hier mehr Blöcke rein oder level ich mehr in Leben noch rein? Das musst du wissen. Also ich würde sagen, wahrscheinlich eher, ich glaube, wichtiger ist es erstmal einfach die Selbsterhaltung. Wir sind Menschen. Ja, dann gehe Soll ich aber ich? tatsächlich in Iron Gut mehr rein, weil, ich kann länger unter Wasser atmen. So, ich würde jetzt auf jeden Fall versuchen, hier aus meinem Loch rauszukommen, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt genug. Ich habe 8000 Blei geholt. Ja, Bin man jetzt merkt bei so dir lange einfach hier nur, dass du drin. mehr aus den Sachen rausholst. Ich habe 2000 Kohle. Gut, aber ich bin auch schon sehr viel länger dran als du. Ja, okay. Wie komme ich hier raus? Das kann ich dir nicht sagen. Hast du Three Body Problem geguckt? Nein. Gehypte Serie auf Netflix, die wohl auf Büchern, ich glaube, von einem Asiaten beruhen, die tatsächlich wohl auch bis zum Ende erzählt werden sollen, weil da gab es relativ schnell, nachdem die Serie draußen waren, auch Artikel, diese Serie wird fortgesetzt, da, wir müssen nicht darum bangen, dass sie abgesetzt wird. Macht Spaß. Okay. Geht grundsätzlich da um Aliens, die vielleicht auf die Erde kommen werden. Also Sci-Fi. Vielleicht. Ja, zumindest in der fernen Zukunft, in der Dings tun die das Dass noch du nicht.
dass du sagst, Sci-Fi, wenn es um Aliens geht, fand ich jetzt irgendwie cool. Ist ja nicht so, dass es irgendwie Dokumentation sein kann. Nein, noch sind sie auch noch nicht da. Sie wurden noch nicht dokumentiert. Doch, das ist eine Dokumentation. Davor habe ich auch die Dokumentation darüber geguckt, warum die Erde flach ist. Hast du die auf Netflix gesehen? Die habe ich tatsächlich gesehen und ich fand sie so gut. Ah, das ist so genial. Das ist halt einfach, wie er mit seinem eigenen Experiment... Oh, Horde. Hast du die noch nicht gesehen? Hast du die gerade erst gesehen? Nein, ist schon länger. In dein Gesicht. Die Horde? In dein Gesicht, ja. Nee, die Horde habe ich noch nicht gesehen, weil ich habe Bäume gepflanzt. Oh, ich liebe diesen Schlagring. Ich muss Schlagringe-Skillen kreieren. Nee, ich gehe lieber hier auf den Baseball. Weil ich werde den jetzt auch noch ein bisschen leveln. So gehört sich das. Ja, was der Krian sagen wollte, dass der Typ in seinem eigenen Experiment widerlegt, dass die Erde flach ist. Das ist so gut. Die ist Reaktion von ihm, weil er ja dann dieses mit dem Licht macht, dass er eben auf gewisse Distanz eben das Licht auf einer anderen Höhe sehen muss. Und damit sagt er halt, wenn das stattfindet, ist es halt, also wenn er auf der gleichen Höhe sehen kann, dass das Licht scheint, ist es bewiesen, dass es eine flache Erde ist. Ansonsten müsste man es etwa 4 oder 5, was weiß ich, Zoll, wie auch immer, höher sehen. Also das Experiment ist das klassische Experiment, um zu widerlegen, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja, aufgrund der Erdkrümmung siehst du halt dann das Licht auf einer anderen Höhe, logischerweise. Genau, und normalerweise muss der Gegenpunkt halt auf dem Wasser sein, weil das Wasser ist gelevelt. Kann dann nicht sein, dass du auf einer Anhöhe bist oder irgendwas. Und wie er dann halt sagt, so ja, es müsste dann so sein, wir werden es auf der gleichen Höhe sehen. Wenn es auf der Höhe zu sehen ist, würde es heißen, die Erde ist eben eine Kugel. Wieso kann ich hier nicht spazieren? Naja. Und dann sagt er halt, ja, okay, das Licht ist da. Welche Höhe hast du? Ich sehe nichts. Geh mal höher. Dann geht der höher genau so weit wie vorausgesagt. Und dann, oh. Nur dieses, ja, aber das sagt ja auch jetzt nichts aus. So. Ja. Und dann sofort wieder Rückzug. Ja, das ist ja doch nicht so. Ich fand das sehr faszinierend, weil ich habe diese Serie, ich habe das gesehen, dass diese Doku da ist, habe gedacht, okay, guck's mal rein, ich finde so Serien eigentlich immer ganz lustig mit so Verschwörungstheorien, gerade weil ich es manchmal sehr interessant finde, wie die Leute halt auch auf so Ideen kommen. Und dann habe ich die angemacht und habe erst gedacht, okay, die Serie versucht, also die Doku versucht mir gerade legit zu erklären, dass die Erde flach ist. Weil ich finde, der Anfang wirkt schon hart so, als würde es wirklich darum gehen, warum die Erde flach ist. Also die begleiten halt Verschwörungstheoretiker. Verschwörungsgläubige, nennen wir es mal so, weil mit Theorien hat das nicht viel zu tun. Und fand es dann aber, ne, nach und nach wird halt klar, okay, es geht nicht darum zu erklären, dass die Erde flach ist, sondern es geht eigentlich darum zu erklären, wie es sein kann, dass diese Leute das glauben. Und tatsächlich auch dann um den Punkt, dass da Wissenschaftler sind, also... Ich sage jetzt mal echte Wissenschaftler, aber Leute, die sich wirklich mit Wissenschaft auseinandersetzen, die halt sagen, eigentlich ist es ja cool, wenn Leute so Experimente und so machen, weil der wissenschaftliche Gedanke dahinter zu sagen, ey, ich möchte das rauskriegen, ich experimentiere da selber, ist eigentlich cool, weil ne, Leute sich mit der Wissenschaft auseinandersetzen, während halt die aber so verstrahlt sind, dass ne, das, was auf die Ideen, die dir da kommen, vollkommen ja, Schwachsinn sind. Und es eigentlich schön wäre, sich mit den Leuten mehr auseinanderzusetzen, wären die nicht so verstrahlt, weil ne, dann könnte man sagen, okay, wir haben da Leute, die in der Forschung aktiv werden können. Und was dieses Doku, finde ich, aber super aufzeigt, dass du einfach diese Leute hast, die das glauben und dann in dieser Verschwörungsglaubens-Community unterwegs sind. Und selbst wenn sie selber, wie dieser Typ, widerlegen, dass das eigentlich sein kann, halt da bleiben, weil sie halt da ein gewisses Ansehen mittlerweile haben und ja, da halt nicht mehr weg können, in Anführungszeichen. Weil das ist ihr Leben jetzt. Warum haben wir hier so einen fliegenden Adler? Wo denn? Über mir. Ah ja. Ich habe mal den erschossen und seitdem chillt er da. Er kommt auch nicht runter. Und was ich super erschreckend finde, also ich meine, so in 90ern, 80ern und so war ja so die klassische Verschwörungstheorie, es gibt Aliens, die Regierung hat Aliens und ne, das will man uns halt noch nicht erzählen. Ja, Roswell halt. Genau, und
dass super viele, die in der Szene unterwegs sind, halt abdriften ins Rechtsradikale. Weil, ne, wenn die Verschwörungstheorie Alien nicht mehr reicht, da ist so ein harter Zusammenhang irgendwie bei Leuten, die, ne, in der einen Verschwörung unterwegs sind, dass da irgendwann was Rechtes mit reinkommt. Ich habe 3 Silber-Nuggets mitgebracht. Cool. Tue ich mal unten die Medizinkiste neben dem Gold. Jo. Ja, muss ich eigentlich gleich auch wieder verkaufen gehen. Ich weiß nicht, ob der Trader schon wieder Cash hat. Warum fliegt der hier so rum? Also ich habe vorhin da oben einen erschossen gehabt. Vielleicht backt dem seine Leiche da noch lustig durch die Gegend. Ja, aber er fliegt ja richtig. Das ist das, was ich so irritierend finde. Vielleicht möchte er einfach fliegen. Ach ja, baue ich die Wand mal hier auf wieder. So. Scheiße, die sind auch beide aus Cobblestone schon. Was bräuchte ich mal? Das letzte Wasser noch und dann das ist gut. Zu upgraden. Stahlbarren oder Eisenbarren? Ich glaube, das ist schon Stahl, ne? Frage, ob wenn ich die Säulen aufmache, ich das direkt upgraden sollte auf Stahl. So viel Stahl haben wir aber nicht. Richtig. Das heißt, ich upgrade es auf Zement, mach's dann wieder zu und auf Stahl werden die Innereien nicht geupgradet. Also er fliegt halt, also im Prinzip fliegt er echt cool rum hier. Wie so ein Adler halt. Ah ja, da, ich sehe ihn. Aber jetzt kommt er. Jetzt kommt er nicht mehr. Er ist tot. Jetzt habe ich ihn erwischt. Er ist aber echt cool rumgeflogen. Also ja, viel besser als alle davor die ganze Zeit. Ist halt kein Gammeladler mehr. Ja, so in etwa. So, dann gehen wir doch mal eine Runde Cellen gleich auch wieder. Achso, ja, ich kann. Wo hast du es hingetan? Was denn? Mein Vergessheitstrunk? In die Truhe an der Treppe, wo wir immer unser Zeug zum Verkaufen reingetun wollten. Ja. Ah, da fällt mir ein, da ist auch noch die Armor drin, die ich auch verkaufen wollte. Soll ich sie dir gerade runterschmeißen? Ja, kannst du aber auch holen, komm. Ich schmeiße die jetzt hier. Ach, du bist noch am Basteln. Ja, ich würde kurz das noch. Ja, mach nur. Machen, bevor ich. So, dann gebe ich dir hier mal die Kleidung, dass du sie mitnehmen kannst. Ich hoffe, der hat Cash, weil gestern konnte ich den Helm nicht mehr verkaufen und ich weiß nicht, ob das daran lag, dass er keinen Cash mehr hatte. Ich meine, das hätte man mal gesehen, wieso, was die an Cash haben. Wieso machst du den komplett weg? Damit ich nach oben den Block innen drin wegmachen kann. Aber hättest du doch eh schon machen können. Hä? Hm? Da ist eine Platte drüber. Ich hab hier deine Denke nicht. Da muss ich die Platte nicht wegmachen. Guck, von hier kann ich den und die anderen beiden. Und muss die Platten davor nicht wegmachen. Weiß nicht, ob es Sinn macht oder nicht. Statt die ja, Platten aber wegzumachen. Wahrscheinlich würde es ja mehr Sinn machen, die Platten wegzumachen. Aber die halten, glaube ich, gleich viel aus. Materialtechnik ist es gleich. Das hält gleich viel aus, weil das ist ja ein Material. Hast du Holz einstecken? Ja. Danke. Du machst das schon. Jojo. Ich vertraue dir da mal. Ich nicht. Sieht auf jeden Fall schon sehr viel besser aus hier. War es Q oder war es R zum Umstellen? Ah, hier, Shape. Wo sind denn meine Platten? Da, Plate. So, ich würde sagen, ich vergesse dann mal jetzt meine Sachen. Und level dann so, wie ich es mir
notiert habe, wie ich es gerne machen würde, auch wenn es einfach nur selbstsüchtig ist. Oh nein! Alle meine resettet. Ich habe 39 Skillpunkte. Ich habe gehofft, ich krieg's aber gleich noch einen vierten, theoretisch. Noch einen 40. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist Strength Level 7. Dann, den Masterchef lasse ich erstmal außen vor, oder? Ja, lass ihn außen vor. Wir haben ja noch ein bisschen was zu essen. Will hier Brügelianer sein. Dann brauche ich Fortitude, glaube ich, auch 7. Jawohl. Weil ich will Cardio endlich mal vollständig sein. Ich wollte ja shoppen gehen. Ich gehe dir mal shoppen. Mach das Iron Gut. Was wäre hier noch? Länger atmen ist eigentlich nicht so wichtig. Ach ja. Okay, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Siehst du mal. Ich schieße uns noch ein Huhn auf den Weg. Mach das. Schieß uns ein paar Hühner. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht. Bei Seven Days to Die. Und ja, das hoffe ich doch auch. Alles Gute. Bleibt gesund. Haut rein. Und auf Wiedersehen. Bye, bye.